35 Jahre, Werder Bremen, 14 davon als Bundesliga-Trainer, Thomas Schaaf. Von den großen Erfolgen vergangener Tage, davon ist Werder derzeit weit entfernt. Doch Schaaf sieht eine gute Entwicklung. Unter Trainer Florian Kohfeldt hat man 2018 erst 2 Ligaspiele verloren. Sie ist positiv, ja, wenn man die Leistung sieht und auch eben auch die Punkte sieht. Ich glaube, dass Florian Kohfeldt eine gute Arbeit macht. Sie sieht gut aus. Mit dem Team liefern sie bessere Spiele. Also das, was sicherlich der Fan auch erleben möchte. Man ist aktiver in den Spielen. Man versucht selbst mehr zu inszenieren. Gerade in Heimspielen ist Werder eine Macht. Ungeschlagen unter Kohfeldt in den bisherigen 8 Partien vor heimischer Kulisse. Ich glaube, da ist im Moment ein ganz guter Mix. Auf der einen Seite die eigenen Ideen, die der Trainer hat, umzusetzen und auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass es eben gute Ergebnisse gibt. Ein Heimsieg gegen Köln und ein direkter Abstiegsplatz wäre schon 12 Punkte entfernt. Man könnte langsam die Planung für die kommende Bundesliga-Saison beginnen. Vielleicht mit Thomas Schaaf, der als technischer Direktor zurückkehren könnte. Letztendlich ist es so, dass man sich austauscht, dass man Gespräche geführt hat und sicherlich noch führen wird. Und dann schaut, ob man eben in den Gedanken so eng zusammen ist, dass es dann eben auch zu einer direkten Zusammenarbeit kommt. Ich glaube, es ist ein guter Austausch erstmal vorhanden und jetzt muss man abwarten. Die Rückkehr an die Weser. Thomas Schaaf könnte zurückkehren an alte Wirkungsstätte. Oberste Priorität hat für Werder aber erst einmal der Klassenerhalt.